Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2 Lelei und ja, der blöde Gratler geht es nicht drauf. Keine Ahnung, was mit dem ist, ob man den erst triggert, wenn man hier reingeht. Ich habe keine Ahnung. Das klang wie Glasscherben. So, jetzt beeilen. So. Und da kommt sofort rein. Das verstehe ich nicht. Sobald ich das schmeiß, kommt der, ne? Oder? Oder? Ja. Okay, sobald ich das geschmissen habe, muss ich schnell raus. Komplett raus. Weil da kommt der Gratler. Und, werde ihn dann einfach von hinten erwürgen, ihn dort liegen lassen. Anders weiß jetzt bald nicht mehr weiter. Also auf jeden Fall triggert man den unten erst dann, wenn man die zwei hier ausgeschaltet hat. Moment, was ich seh mich das? Da drüben um. Jetzt müsste der nochmal raufkommen. Kumpel schon? Wahrscheinlich nichts, aber ich sehe mich mal besser um. Na? Was? Hä? Ich frag mich, wer das war. Da stimmt was nicht. Wo kommt der jetzt her? Alter, diese Schritte, ne? War das jetzt richtig? Ich hoffe. So. Auf jeden Fall plündern wir was. Was haben wir denn da? Belohnung teilen. Leutnant Rekos. Inzwischen hatten sie Zeit zum Nachdenken. Ich bin auf einem guten Posten, so, ja, und habe die gleiche Abmachung mit noch vor 4 anderen Wachen in Kanaka. Vertrauenswürdigen Leuten an wichtigen Eingangspunkten. Mein Angebot steht, wenn unsere Prominenz aus Dunwall auftaucht, allein oder in Begleitung und sie bei der Ergreifung dabei sind, dann vertuschen sie die Sache mit allen Mitteln. Bringen sie die Leiche zu mir und wir kommen alle zusammen. Wir 6 werden dann die Gefangennahme auf unsere Kappe nehmen und die Belohnung des Herzogs teilen. Geld und vielleicht einen Posten im Großpalast. Bleiben Sie bei uns, Leutnant. Das erhöht die Chancen, aber erzählen Sie niemanden davon. W.L. Ey, hab die Hosen gerade gestrichen voll. Ich sollte mal kurz speichern, warte kurz. Spiel speichern. Da drauf. Jo. Passt. Boah, ich hab grad die Hosen voll.
So, wir öffnen. Wir manipulieren. Das darf ich gar nicht vergessen. So, wir nehmen, nehmen, nehmen. Eine einzige. Irgendwann kracht es überall, Shankar. Aha. Haben wir hier noch was? Habe ich meinen Schrank abgesperrt? Letztes Mal habe ich es vergessen und hatte danach einen Hexenfisch in der Jacke. Was? Wie geht's jetzt? Da haben wir nichts. Sagt er, und ich sage, ich bin immer wachsam. Klar, sagt er, aber diesmal meine ich es ernst. Es müsste theoretisch das mit Strom erledigt sein, oder? Weil das Ding. Ja, müsste eigentlich passen, ne? So, hier. Haben wir da noch irgendwas? Schaut nicht danach aus, ne? Boah, bin gerade voll verwundert, dass wir das hinbekommen haben. Im positiven Sinne natürlich. Was haben wir denn da unten? Torsteuerung. Natürlich, da gehen wir gleich hin. Was haben wir da? Ein paar Münzis. Schaut, ich hätte die fast vergessen. Pfui. Böse Zocki. Haben wir hier noch irgendwas? Habe ich das jetzt eingeschalten oder ausgeschalten? Ich habe keine Ahnung. Ah, da ist auch noch was. Hm. Ich muss noch meine Schicht durchhalten. Da. Der Strom scheint weg zu sein. Keine Ahnung, wo ich das hinschmeißen soll. Ich wollte es beim Fenster rausschmeißen. Das Teil da. Aber ich glaube, da werde ich zu viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ich werde das Ganze mal wieder separat speichern. Da unten. Jo. So, ist gut. Ich will das loswerden, das Zeug. Hab aber Angst. Ja, ich will es beim Fenster rausschmeißen. Ja, sicher. Was war hier los? Das hat nicht hingehauen. Das Fenster ist nämlich zu klein, man kann das nicht rausschmeißen, okay. ist ja auch ganz logisch. Na, nicht fortsetzen. Ich will laden, bitte nochmal. So. Kann man nicht beim Fenster rausschmeißen. Dann werde ich das irgendwo verstecken. Ein Klo runterspülen oder so. Ja, auf jeden Fall, der Strom ist aus. Das ist schon mal sehr gut. Fortsetzen. Hä? Okay. Hör auf! So. Mal schauen, ob man mich so sieht. So. Ich glaube, das war gar nicht mal so doof. 074 haben wir da, ne? Also, da. Hoppala, ne Typen. So, da kommt die 0 hin. Mach! Was war es? Oh Gott, na! Oh Gott, nein! Was zum... Halt! Nicht sein, bitte! Jetzt ist aber nicht dein Ernst jetzt, oder? Gehen die da jetzt echt Patrouille? Okay. Okay. Das ist nicht nett. Ganz und gar nicht. Dreck, verdammter. Ja, fortsetzen bitte. Ja. Ich dachte, jetzt gehe ich mal da schön runter, ne? Wahrscheinlich, weil ich voll Idiot gehüpft bin. Aber da geht's eigentlich schon raus, ne? Na, da geht's nicht raus. Entdeckt. Na toll, das zählt jetzt wieder als entdeckt, ne?
Wah, wie Kacke. Das heißt warten. Okay. Warten. Das ist echt ungut. Ich muss ja mittlerweile trampeln wie ein Elefant, wenn man das echt durch den ganzen Boden durchhört. Kann ja nicht sein. Aber das Schuhwerk ist halt auch ein bisschen doof. Das klappert da auch durch die Gegend. Das ist auch nicht gerade vorteilhaft. So. Also abstellen das Dreckel, das klumpert hier. Ah. Dann würde ich sagen, schleich, schleich, schleich. Kann man hier noch ein Fenster öffnen? Alter. Ernsthaft, weil ich jetzt wieder angestoßen bin. Hey, plündern. Entschuldigung. Hä? Ich glaube, jetzt spinnt's rum. Ich fürchte, jetzt spinnt's rum. Keine Ahnung. Luft ist schwer heute. Lässt einen kaum atmen. Die Luft ist schwer heute, ja. So manches ist sie schwer. Hui! So, darf ich jetzt bitte hier? Das geht natürlich jetzt wieder schleppend. Alter. 0, 7, 4. Und weiterfahren, oder? Wir müssten hier theoretisch alles haben. Bis auf wahrscheinlich Bilder und so. Zum Maschinenhaus, bitte. Jo. Auf ein paar Bilder wahrscheinlich. Ich hätte nochmal das Herz benutzen sollen, ich Vollidiot. Ist es zu spät fürs Herz? Ich glaube, ne? Hoffentlich warte nichts mehr. Könnte ich theoretisch nochmal zurück? Mamilein. Da ist tatsächlich was. Schau mal. Eine Rune. Von hier rüber. Warte mal, wo geht's denn da hin? Sein tut hier niemand. Aha. Ich wollte so viel mit dir erleben. Jo, Mami. Geht das? Ich weiß es nicht. Ich muss speichern. Warte kurz. Es ist ja noch nichts verloren, hoffe ich mal. Okay. So, also speichern. So, Reservespielstand, warst du? Jo. Gut, und weiter geht's. Noch ist ja nichts verloren, ne? Hüpf. So. Wow, schaut mal, Leute. Ist das nicht eine super tolle Ansicht, Aussicht, An- und Aussicht? Herumsicht. Durchsicht. Da oben gibt es sogar ein Dingsrohr. Boah, ist das hübsch hier. Bist du gescheit? Ist das schön hier? Na, also bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Das ist echt toll. Ah, wir sind hier wegen der Rune, ne? Hier rüber? Ich glaube ja. Schaut aus, dass es so gewollt ist. Oh, hüp. Hü, hü, hüp. Hey, ah, natürlich. Natürlich. Und laden. Natürlich sind hier Gradler. Wie soll es denn auch anders sein, bitte? So, ist das jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Das wird besser sein, ne? Ja. Ich wollte auch nur zur Rune. Ach, Menno. Ich muss da drüben speichern, auf alle Fälle. Die Rune gehen wir holen tun, dann nochmal kontrollieren tun und dann tun wir weiterspielen tun. Verstehst? Jetzt braucht kein Herzklopfen kommen. Frechheit. Komm. Ja, so müsste es passen. Na, so, was? Hä?
Wieso falle ich da jetzt runter? Gerade vorhin hast du hingehauen. Und das für ein Kacke. Hä? Naja. Wahrscheinlich bin ich gerade ein paar Schritte nicht weit genug nach vorgegangen. So. Das kann ja schon mal passieren. Trotzdem ist es gerade merkwürdig. Ja, ja, hör auf damit. So. Und jetzt müsste das doch klappen. Das hat doch vorhin so toll hingehauen. Ja, passt. So. Also nochmal. Geiler Ausblick. Boah, mit Wasserfall hier. War cool. Echt cool. So. Dann würde ich sagen. Ah, gehen wir Mana sparen. Mana sparen, Mana sparen. Nö. Alter. Jetzt kann mir aber keinen entdeckt haben, bitte. Das ist ja lächerlich. So. Und speichern hier mal. So. Ich würde sagen. Da drauf. Jo. Ich hoffe, das passt. So. Nein, ich glaube, habe ich es verkehrt gemacht? Wurscht. Na, passt. Müsste passen. Fortsetzen. So. Wer liegt denn hier? Wer bist denn du? Wichtig ist auch einmal das Herz zu benutzen. Ich möchte nur, dass du niemals vergisst, wer du bist. Und wer du sein kannst. Ja, ja, Mami, das machen wir alles. Brauchst keine Sorge haben. Wer ich bin und wer ich sein kann. Ja. Ich glaube, haben wir jetzt schon mal jemanden ermordet in dieser Runde? Ich glaube nicht, ne? Also bitte, wenn ich nicht eine Vorbild-Schurkin bin, weiß ich auch nicht. Kann man hier... Kann man da raufklettern? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Das ist speicherungswürdig. Ich muss das tun, es tut mir leid. Wenn ich wieder fehle, ne, um ein bisschen Zeit zu sparen. So, wie könnte der Ruf? Hüpf. So, jetzt können wir natürlich langsam schauen, ob hier irgendwelche... Vollidioten unterwegs sind. Da drüben sind welche. Wir könnten uns jetzt theoretisch hierher... Na? So, verstecken. Wenn es möglich ist, darüber. Und jetzt müssen wir da irgendwie... weiter, ne? Da geht's schon mal nicht. Geht's vielleicht hier oben? Achso, ja, das Anwesen. Okay. Oh! Vielleicht hier. Rune schön und gut, aber was bringt... Ah, das wollte ich gerade nicht, Entschuldigung. Rune schön und gut. Was bringt das jetzt einem, wenn ich da nicht weiterkomme? Warte mal. Ich soll es hier vielleicht mal speichern. Warte. Hier hinten ist... Wenn uns hier jemand sieht oder hört, dann fresse ich, glaube ich, einen Besen. Irgendwie. So, keine Ahnung. So, da wird mal gespeichert. Jo. Okay. Und weiter. Die Rune habe ich total übersehen. Hoffentlich habe ich jetzt nicht allzu viel kaputt gemacht dabei. Oh. Ja, was haben wir denn da? Jetzt wird alles voll mit Fliegen. Aber vielleicht finden wir jetzt gerade wer gehört. Echt jetzt? Ein Porträt. Chindosh erwägt einen ungeratenen Zähler. Da können sie nicht rein. Brennbar. Nein, ich will nicht, dass das brennen kann. Was haben wir denn da? Verderbtes Knochenfragment. Aber jetzt nicht der Ernst. Wirklich?
Neues Knochenfragment, warum ist mir das nicht angezeigt worden? Hey, das finde ich aber gerade nicht lustig. Mami, lässt du nach? Ha? Was soll denn das? Was haben wir denn hier? Visionen, Missionsgegenstände, dann Wissen, bla bla bla, Wissen, bla bla bla, Knochenfragmentis, was haben wir denn da Schönes? Ach, Ausgerüsteter. Ich denke, das ist nicht so. Ne? Was hätten wir denn Schönes? Rüstung des Nichts. Wenn du Schaden erleidest, wird stattdessen ein Teil... Na, das tun wir nicht. Mit Mana, das kommt eine Frage. Leichtgewicht. Du erleidest nach Stürzen weniger Schaden. Regenerationsrate, Gesundheit wird halbiert. Du spinnst ja. Harte Knochen. Du erleidest erheblich weniger Schaden. Deine Bewegungsgeschwindigkeit verringert sich. Toll. Was haben wir da? Wendige Erholung. Du erholst dich nach einem Sturz etwas schneller. Akrobat, Klettergeschwindigkeit leicht erhöht. Geringe Chance, dass Kugelstapel, bla bla. Ah, das wird gar nicht kaputt. Das wird gar nicht kaputt. Das kann man einfach tauschen. Das ist echt eine coole Geschichte. Und ich habe nochmal das Doppelte. Na, das ist dann schon so gedacht, ne? Beim Töten von Blutfliegen oder Ratten erhältst du Mana. Häufiger ins Leere. Granaten von Gegnern sind manchmal defekt. Explodieren sie dann bei ihnen selber? Autsch. Nahrung stellt mehr Gesundheit wieder her. Ich glaube, schlechte Qualität. Na doch, zittrige Hand, war das das? Wo ist es denn? Spirituelles Opfer. Das wäre nicht schlecht, ne? Dass wir hier Mana-Gewinnung kriegen. Für mich definitiv eins der besseren Sachen. Glaube ich. So, wäre schön, wenn wir dann noch mehr von diesen Plätzen hier kriegen könnten. Gibt sicher irgendwie was zum Kaufen. Wahrscheinlich habe ich es eh wieder mal versäumt. Ja. So. Gibt es hier Blutsteinchen? No. Aber es schwirrt hier noch so ein Käfer herum. Jetzt nehmen wir. So. Da ist noch eins. Okay, das hätte ich nicht machen sollen. Ich sehe mich mal um. Ich meine, Entdeckungen habe ich eh 20 Millionen wahrscheinlich. Ich frage mich, was das wohl war. Fenster öffnen. Aha. Ah, warte mal ganz kurz. Das ist ja schon eigentlich wieder speicherungswürdig, ne? Werde es aber hier drauf speichern. Ja. Weil ich momentan echt mit zwei Spielständen, zwei verschiedenen, besser zurechtkomme. So. Für... Gefällt es der besonderen Art, sag ich mal. Ah, da geht es ja weiter mit Blutfliegen. Na, wo sind sie denn? Da, da, Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Schnetzel, 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 Schnetzel. Da ist es ja schon, oder? Irgendwo. Da drüben. Viech. Und noch ein Viech. Und noch ein Viech. Was haben wir da? Ah, ein Treppenhaus. Okay. Was haben wir da? Träubchen. Traubis. Die halten aber extrem gut, ne? Jetzt denkst du, sie sind schon blutfliegend daheim. Und die Frucht ist immer noch ganz dunkles Brot. Mmh. Oh, köstlich. Mechanische Soldaten versteigert. Bitte was? Auf einer von Kirin Chindosh abgehaltenen Auktion versteigerte der Großerfinder zwei seiner neuesten Apparate. Fabelhafte Maschine. Maschinesoldaten, ja. Die man so noch nie zuvor gesehen hat. Die mechanischen Wunder erzielten nach einem harten Peterkampf einen erstaunlich hohen Preis. Jetzt kann die wohlhabende Schicht sich und ihre Besitztümer mit unvergleichlicher Kraft und in außergewöhnlichem Stil schützen. Vor dieser Auktion genossen nur Personen wie Herzog Luca Abele und in letzter Zeit auch unsere neue Kaiserin einen derartigen Schutz.
Im Rahmen einer von dem genialen Naturphilosophen selbst organisierten Vorführungen konnte ich mich davon überzeugen, wozu seine mechanischen Soldaten imstande sind. Wehe jedem Eindringling oder Schurken, der ihre Wege kreuzt. Ich wage zu behaupten, dass Kirin Chindosh eine Möglichkeit gefunden hat, Kriminalität ein für allemal abzuschaffen. Das ist sehr schlecht für uns. Für mich. Das könnte das LP glatt noch spannend werden lassen, ne? Ich meine natürlich, es ist ein tolles Spiel. Nein, nicht vergessen, es ist nicht falsch verstehen. Es ist echt ein schönes Spiel, ein tolles Spiel. Aber durch meine Inkompetenz, sag ich mal, verliert das LP an Wert. So. Was haben wir da? Balkon, ne? Ja, ja. Balkon mit Türe offen. Daher. Na, was willst du denn? Auf zu spielen. Zu summen. So. Da ist nochmal eine Tür. Ich mach sie mal einfach nochmal auf. So. Ach, frische Luft. Ey, was haben wir denn da oben? Schau. Jetzt muss ich aber aufstehen, jetzt hört man mich wieder. Na nö. Hallo? Hä? Ich schub's das Regal um. Muss ich da jetzt echt hüpfen? Alter. Was habe ich jetzt davon? Ja, bitte was, wie... Ah, jetzt geht's. Ah, voll? Okay, voll. Ja, ist auch nicht schlecht, wir sind voll. So, dann schleichen wir uns wieder durch die Gegend. Ein Gläschen brauchen wir, glaube ich, nicht. So, schleich. Da können wir es plündern. Ein paar Münzis. Haben wir da auch was? Jawohl. Noch mal ein paar Münzen. Wow. Ja, ja. Da, ist Ruhe? Ruhe ist. Hier irgendwo. Was haben wir da? Münzen. Hä? Was waren da? Der Globus. Da haben wir es drinnen. Eine Rune. Kabusch. Neue Rune. Wie viel haben wir denn jetzt schon wieder? 4 Runen. Wie schön. Wie schön, schön, schön. Domino. Weiß ich gerade nicht. Was hätten wir hier? Weitreichen. Ziehe dich schnell über eine gewisse Distanz. Keine Ahnung, was hätten wir denn hier noch alles schön? Doppelgänger, beschwör einen Schatten von dir, der Gegner anlockt. Sieh im Dunkeln besser. Zieh Lebewesen durch Wände. Das ist aber nicht schlecht. Schattengang. Nimm für kurze Zeit eine schlechtere, sichtbare Gestalt an. Und da? Mesmerisieren. Beschwöre einen Geist, der Menschen oder Hunde betört. Oder Hunde verzaubert und mesmerisieren erzeugt ein Wesen aus dem Nichts, das zwei Menschen oder Hunde verzaubert und dadurch ihr Kurzzeitgedächtnis löscht. Nur Mesmerisierte können das beschworene Wesen sehen. Verbündete, die ihr seltsames Verhalten bemerken, gehen davon aus, dass sich Gegner in der Nähe befinden. Mesmerisieren wirkt sich immer auf das nächste lebende Ziel aus. Nutze die Kraft, um eine Gegnergruppe zu umgehen, die nicht mitbekommt, was um sie herum geschieht. Oder setze sie im Kampf ein, um davon verzauberte Gegner anfällig für deine Angriffe zu machen. Da brauche ich 6er? Himmel. Boah, das ist aber ein bisschen... Ich hätte das nicht machen sollen, ne? Vitalität. Was ist das? Warte. Verbessert die Vitalität, verbessert die Gesundheitsregeneration. Ein größerer Teil deiner Gesundheitsleiste regeneriert sich von selbst. Die Regeneration ist schneller. Einmal zurück. Gibt es sowas auch für Mana? Reflexe. Was ist das? Stärke. Du kannst Objekte weiter werfen. Beweglichkeit. Schattentattoo. Verwandle nichts annähernde Gegner bei ihrem Tod zu Asche. Aha.
Knochenhandwerkstelle deine eigenen Knochenartefakte her, wobei die Gefahr besteht, dass sie verderben. Blutdurst baut Adrenalin im Kampf auf und ermöglicht dann tödliche Nahkampfschläge. Schade, Reflexe blockieren beim Ablenken von Projektilen. Blocke zum Ablenken von Projektilen. Schade, ich hatte echt gehofft, dass ich da irgendwie Mana regenerieren könnte. Was wäre das? Stark erhöht und ermöglicht dir, Holztüren mit dem Schwert zu zerschmettern. Achtung, diese Aktion ist laut. Ach, ne. Wirklich? Schade. Na, Spaß. Okay. Okay, die Qual der Wahl hat die arme Zocki jetzt wieder. Was ist das, Doppelgänger? Verwirrender Schatten. Wenn dein Doppelgänger zerstört wird oder verschwindet, hinterlässt er eine Wolke, die Gegner einige Sekunden lang außer Gefecht setzt. Boah, das ist aber echt nicht schlecht. Löst genau wie du Sicherheitssysteme aus und zieht feindlich gesinnte Tiere an. Gegner, die deinen Doppelgänger zerstören, gehen davon aus, dass sie alle Bedrohungen innerhalb des Bereiches ausgeschaltet haben und wechseln in einen niedrigeren Alarmzustand. Dein Doppelgänger lenkt die auf. Ja, das hört sich aber nicht so deppert an. Ich glaube, das nehme ich. Und verbessern. Jo, bitteschön. Das ist sehr, sehr angenehm. Oh, der Part ist auch zu Ende. Und das ist, ich wollte nur sagen, es ist sehr, sehr angenehm, dass sie nochmal fragen, ob du das wirklich haben willst. Muss ich echt loben. Ja, lobe, lob, lob, lob. Lob, lob. So, der Part ist zu Ende. Jo, wieder mal. Vorher noch schnell das Herzelein. Mami, hast du noch was für uns? Irgendwo hustet ein Bergarbeiterblut. Er verschweigt es seiner Frau. Willst du auch sie töten? Du bist gemein, Mami. Du weißt eine Blutfliege. Du weißt ganz genau, dass das nicht meine Absicht ist. So, jedenfalls, wir hören heute hier auf. Und im nächsten Part geht's weiter. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Erleiden und Ertragen meiner Fails. Wieder einmal. Aber wir haben die Rune bekommen. Ich bin schon mal glücklich. Und, ja, ich wünsche euch von ganzem Herzen einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!